5 nach 5, schön, dass ihr wieder dabei seid. Unsere neue tägliche Verabredung. Heute ist Donnerstag, der 27. April. Ich bin Christina und tatsächlich haben die anderen heute alle ihre wohlverdienten freien Tage. Das heißt, ich habe mir Verstärkung von unserem Online-Chef Philipp Engel geholt. Hi Philipp. Hi. Genau, und wir starten auch einfach direkt durch. Das sind unsere Themen heute. Die neue Wassertankstelle in Wolfsburg wird schon wieder abgerissen. Was ist eigentlich aus den Knochen geworden, die vor gut einem Jahr in Braunschweig gefunden worden sind? Unsere Zeitung verleiht zusammen mit dem Braunschweiger Dom den Gemeinsampreis. 2018 ist in Wolfsburg mit großem Buhai, muss man sagen, eine Wasserstofftankstelle eröffnet worden. Als erste in ganz Niedersachsen. Jetzt ist sie schon wieder abgerissen worden, Philipp. Woran hat es gelegen in Wolfsburg? Tja, woran hat er die gelegen? Das fragt man sich. Ganz einfach, die Kundschaft hat gefehlt. Als man die Tankstelle eröffnet hat, waren deutschlandweit gerade mal 346 Autos überhaupt für Wasserstoff zugelassen. Man hatte wohl Hoffnung in die Technologie gesetzt und dann festgestellt, es hat sich leider nicht durchgesetzt. Was man hätte machen können, man hätte die Tankstelle noch auf LKW oder Busse umrüsten können, weil die fahren häufiger mit Wasserstoff, aber das geht an dem Standort nicht. Alles ziemlich schlechte Voraussetzungen. Kommentar der Pressestelle in Wolfsburg, der Absatz war unterdurchschnittlich. Das ist natürlich nicht so gut. Wissen wir denn jetzt schon, was mit dem Grundstück passiert? Ja, der Betreiber will auf jeden Fall prüfen, ob man E-Ladesäulen aufstellen und betreiben kann. Bleibt also eine Art Tankstelle. Und der Betreiber gibt auch nicht auf, sondern plant weitere Standorte an der A2 und der A7. Und auch in Braunschweig gibt es ja schon einen. Der soll jetzt auch für LKW ausgebaut werden. Bisschen gefloppt, das Projekt kann man irgendwie doch sagen. Das ist natürlich doppelt ärgerlich, weil es gab ja auch eine Millionenförderung vom Bundesverkehrsministerium. Naja, ne? Aber wenn keine Kundschaft da ist, dann bringt das eben auch alles nichts. Den Artikel mit allen Einzelheiten, den verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. In unserer Region gibt es ja wahnsinnig viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Und um genau diese Menschen zu würdigen, wird von unserer Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Braunschweiger Dom jedes Jahr der Gemeinsampreis verliehen. Und dieses Jahr ist es auch ein ganz besonderer. Wir feiern nämlich 20 Jahre. Also 20 Jahre ehrenamtliches Engagement, 20 Jahre Einsatz, 20 Jahre Gemeinsampreis. Ida Wittenberg betreut das für uns. Ida, erstmal kurz durchatmen. Wir hatten heute über 20 Kinder zu Gast. Heute ist nämlich Zukunftstag und die haben sich so ein bisschen angeschaut, wie wir hier in der Redaktion so arbeiten. Wie war's? Richtig, richtig toll. Es hat super viel Spaß gemacht, die Kinder hier heute einen Tag hinter den Kulissen alles zu zeigen. Und wir haben, glaube ich, hoffentlich einen guten Einblick geben können, wie so die Zeitungsproduktion abläuft. Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Also zurück zum gemeinsamen Preis. Du betreust ja einige Projekte hier bei uns. Bis morgen läuft noch die Abstimmung, oder? Was sind denn dieses Jahr jetzt für Projekte dabei? Genau, bis morgen läuft noch die Abstimmung. Freitag Mitternacht endet alles. Dieses Jahr haben wir insgesamt 14 Projekte in der Hauptkategorie sozusagen mit dabei. 14 Projekte, die eigentlich alles abdecken. Also wir haben was mit Tieren mit dabei. Der Tier- und Ökogartenpeine setzt sich für den Umweltschutz ein. Wir haben aber auch ganz viele Projekte, die sich eben für Menschen einsetzen. Der Förderverein Neu-Erkerode schafft Orte zum Leben für Menschen mit geistiger Behinderung. Wir haben aber auch den Kinderzirkus Kimar in Wolfenbüttel mit dabei. Wir haben die Technikbotschafter in Gifhorn mit dabei, die Senioren einen digitalen Zugang zur Welt ermöglichen. Also wirklich, das Portfolio ist dieses Jahr super bunt. Boah, das klingt richtig schwer. Ich bin ein bisschen froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss. Wann ist denn die Verleihung? Also die Abstimmung geht jetzt bis morgen Nacht, also Freitagnacht, 24 Uhr. Und die Verleihung, also wann gibt es den Preis wirklich? Genau, verkündet werden die Preisträger beim Festakt am 25. Mai, Donnerstagabend im Braunschweiger Dom. Und in der nächsten Woche startet dafür auch die Verlosung der Karten, denn auch unsere Leserinnen und Leser sollen bei der Preisverleihung auf jeden Fall mit dabei sein und das Ehrenamt würdigen. Das lohnt sich auch immer. Das ist eine richtig, richtig schöne Veranstaltung. Den Link zur Abstimmung, den verlinken wir euch natürlich nochmal in den Shownotes. Und ab nächster Woche gibt es dann die Karten für die Verleihung zu gewinnen. Und das war heute sonst noch wichtig. Ihr habt uns über Instagram gefragt, was ist eigentlich mit diesen Knochen, die vor circa einem Jahr kurz hintereinander am Braunschweiger Ringgleis und dann im Heidberg gefunden worden sind. Und ich muss erstmal sagen, das ist richtig cool, weil genau so soll es ja auch laufen. Unsere Redaktion hat sich dann nochmal dahinter geklemmt. Und Philipp, was ist das Ergebnis? Ja, beide Fälle sind mittlerweile abgeschlossen. Und richtig krass, der Schädel, der im Heidberg gefunden wurde, ist mindestens 100 Jahre alt. Vermutlich ist er von einem Mann. Viel mehr wird sich da aber auch nicht mehr aufklären lassen. Ja, und ganz ähnlich sieht es tatsächlich auch bei der Leiche am Ringgleis aus. Also sicher ist, dass es sich um eine Braunschweigerin handelt, die auch lange vermisst wurde.
Die genauen Todesumstände lassen sich aber nicht mehr feststellen. Sicher ist nur, dass sie nicht von jemand anderem getötet wurde. In Wolfsburg gibt's mal wieder eine neue Baustelle. Vielleicht ist sie euch auf der Heinrich-Nordhoff-Straße ja schon aufgefallen. Zwischen dem Audi-Zentrum und der Kreuzung Hagebergstraße geht nichts mehr. Ja, und jetzt kommt die noch nervigere Nachricht dazu. Das wird wohl auch noch bis Oktober dauern, denn da gibt es neue Trinkwasserleitungen. Und zum Abschluss haben wir noch einen kleinen Tipp für euch, und zwar ein sehr lesenswertes Interview mit Oliver Kolecki, den ja sicherlich viele von euch kennen. Gebürtiger Braunschweiger, mittlerweile als DJ in der ganzen Welt unterwegs und am Wochenende auch wieder mal mit einer Veranstaltung in seiner Heimatstadt zu Gast. Also ich kann mich kurz outen, ich bin ein großer Fan seiner Musik. Philipp, was sagst du so dazu? Ja, super cool, dass auch Oliver Kolecki zwar mittlerweile weltweit unterwegs und super gefragt ist, aber dennoch immer wieder auch nach Braunschweig zurückkehrt. Und die Musik ist wirklich gut. Ich bin ebenfalls, ich oute mich als Fan. Aber es ist ja am Wochenende nicht nur Kolecki dabei, sondern einige Künstler von seinem Label mit dem wundervollen Namen Steel for Talent. Da wären zu nennen Hidden Empire, Yeti Meissner, Annette Gapstream und vor allem, aus meiner Sicht, Township Rebellion. Kennst du das, wenn man von Festivals so ganz bestimmte Situationen behält und sich noch Jahre später total plastisch dran erinnern kann, als total, wäre es gestern gewesen? Total. Ich habe so vor Augen gerade so, vor ein paar Jahren, da war ich auf der Fusion und dann dauert das ja auch irgendwie manchmal ein bisschen länger und dann geht so langsam die Sonne auf und du hast immer noch so diese tanzende Menge irgendwie. Mega cool. Ja, das ist witzig, dass du die Fusion erwähnst, weil genau auf der Fusion hatte ich vor einigen Jahren genau diese Situation. Es war morgens, es war noch kalt von der Nacht. Dann spielten Township Rebellion auf der Turmbühne, die Sonne ging auf, es wurde warm und die haben ein unfassbares Set gespielt, was mich danach auch noch monatelang über diverse Stunden getragen hat. Also absolut empfehlenswert, die einmal live zu erleben und Oliver Kolecki natürlich sowieso. Und um die Vorfreude darauf am Wochenende so ein bisschen anzuheizen, können wir euch natürlich nur empfehlen, das Interview schon mal vorab zu lesen. Und das lohnt sich übrigens gleich doppelt, denn zu gewinnen gibt es auch noch 3x2 Gästelistenplätze. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und mit diesem Pre-Wochenend-Gefühl entlassen wir euch jetzt in den Feierabend. Wenn ihr Fragen habt oder ein Thema, das ihr super spannend findet, so wie heute zum Beispiel, dann schickt uns gerne eine Mail an 5nach5@funkemedien.de oder ihr sendet uns direkt eine Sprachnachricht oder auch eine ganz normale Nachricht erstmal bei WhatsApp. Die Nummer, die findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Schönen Feierabend.